Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute nämlich wieder ein Unboxing zusammen, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon entdeckt habt. Ja, ich habe wieder bei unserem Wichteln mitgemacht, bei unserer Wichtelrunde, die liebe Jana von Buchschwester organisiert. Vielen Dank dafür. Aber neuerdings gibt es auch einen extra Instagram-Kanal, der da heißt Buchwichteln. Das verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Also wer Bock hat, da mal mitzumachen und dann eventuell von mir bewichtelt wird, who knows, der sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Und ich habe mein Paket hier. Ich habe es an der Seite schon aufgeschnitten, damit wir gleich einfach weniger Arbeit haben. Und ich würde sagen, gut, Lana liegt jetzt so gechillt hier hinten. Ich stelle das Paket einfach hier neben mich auf meinen Tisch und greife dann einfach immer rein. Falls ihr es noch nicht seht, ich muss das mal gerade so machen. Sie hat mein Paket mit Buchseiten quasi ausschaffiert, ausgestattet, beklebt, nennt man es auch. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ihr nochmal richtig steht. Ja. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Hier drin ist ganz, ganz, ganz viel Tee und Süßigkeiten. Noch mehr Tee und noch mehr Süßigkeiten. Bin ich sehr begeistert. Ich liebe nämlich Tee und ich liebe Süßigkeiten. Und ganz viele Lavendel, würde ich tippen. Duftkerzen. Ja, 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 ja. Da sind so ein paar von denen hier drin. Ich schiebe das jetzt einfach mal alles beiseite. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Das werde ich Sie wohl fragen müssen. Oder falls jemand von euch weiß, was es ist. Also das ist auf jeden Fall Washi-Tape. Ist das was für in die Badewanne? Kann man das essen? Sind das Zuckerperlen? Nein, es riecht blumig, also ich würde es lieber jetzt nicht essen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das sind Badezusätze. I don't know. Lacht nicht, ich bin da voll der Noob. Das sind nämlich auch noch welche. Ist das vielleicht selbstgemachtes Badesalz? Kann das sein? Das riecht halt auch so blumig. Oh, das riecht richtig gut. Das ist irgendwas Fruchtiges. So. Irgendwas auch blumig-fruchtig? I don't know. Ich werde sie auf jeden Fall fragen und euch dann unten in den Kommentaren selbst nochmal beantworten. Also nochmal das Rote. Sehr cool. Sorry, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit so aus dem Bild rausschiebe. Aber mein Tisch steht hier. Hat sie mir noch einen Kranich gefaltet. Ich finde das ja mega, wenn man sowas kann. Ich müsste das auch mal nochmal probieren. Ich verliere bei sowas immer super schnell die Geduld. Das ist leider echt so. Obwohl ich ja im Shop auch viel bastel und mache und tue. Aber bei sowas verliere ich echt die Nerven, wenn es nicht klappt. Dann habe ich eine Polaroid-Karte. Ich glaube, die stelle ich in mein Bücherregal. Das fände ich sehr schön. So, dann habe ich hier, das ist aber cool, einen Brief mit meinem Namen drauf, der mit einem Wachsteil versiegelt ist. Versuchen wir das mal aufzumachen, ohne es kaputt zu machen. Ist geglückt. Ohne große Verluste. So, das sieht alles so schön handmade aus. Oh, das ist so schön. Was hier? Ach, schön. Dankeschön. Ein paar liebe Worte. Jetzt weiß ich auch, wer mein Wichtel ist. Werde ich mich gleich mal bedanken. So, das legen wir jetzt hier hin. Weiter geht's. Noch mehr Tee, noch mehr Tee. So, das hier ist das Spannende für euch. Sie hat mir sogar zwei Bücher eingepackt. Die packen wir gleich aus. Noch ein Labello. Das ist sehr gut. Ich habe nämlich meinen neuen Labello meiner Mama geschenkt, weil wir bei uns in der Stadt keinen Drogeriemarkt mehr haben. Unser DM hat zugemacht. Und ja, jeder, der nicht mobil ist und kein Auto hat, hat jetzt gelitten, weil wir nicht mal mehr Klopapier in der Stadt kriegen. Das ist echt witzig.
Und deshalb habe ich meiner Mama meinen neuen Labello gegeben, damit sie nicht noch extra irgendwo anhalten muss. Okay, ich dachte, da steht was drauf, aber das war wohl nur unten drunter, um, das Paket ein bisschen zu schützen. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil für euch. Ich mache hier mal die Klappe zu. Machen wir jetzt zuerst das auf oder das auf? Ich versuche jetzt mental Verbindung zu den Fühlern aufzunehmen. Nein, ich mache jetzt einfach das hier auf. Ich habe ihr nämlich wie immer meine Amazon-Wunschliste geschickt. Und da können sich die Leute dann immer was aussuchen, welches Bücher oder welches Buch man dann kauft. Weil ich finde das immer blöd, wenn man immer nur ein, zwei Bücher angibt, die quasi Wunschbücher sind. Und dann hat man ja nur zwei Optionen, sich was auszuwählen. Und auf so einer Wunschliste ist ja dann immer noch anderes Zeug drauf, wie Funkos oder Dekokrams. Und dann kann man sich ja auch gegebenenfalls sowas aussuchen. Weil wir haben ja ein Budget, ich glaube, von 20 Euro immer. Das hat sie aber echt gut zugeklebt. Und ich bin so jemand, ich kann das nicht einfach wahllos aufreißen. Es tut mir leid. Wir haben ein Budget von 20 Euro. Das können wir dann ausschließlich für Bücher ausgeben oder halt auch noch Krimskrams kaufen, weil manche kaufen halt auch Mängelexemplare. Ich glaube, eine von uns hat jetzt 3 oder 4 Bücher in ihrem Paket gehabt, weil es eben gebrauchte Bücher waren, aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Das Einzige, was mich halt immer stört, sind Leserillen, aber ob da jetzt ein Stempel drauf ist oder nicht oder hinten die Rückseite ein bisschen vermackt ist, das ist mir völlig egal. Ach, wie schön, das habe ich tatsächlich auf meiner Wunschliste. Kelly Moran, Kissing in the Rain. Ich bin hier gerade dabei, mein Kissregal aufzufüllen. Richtig schön. Guckt ihr mal diese Goldapplikationen an. Seht ihr das? Jetzt seht ihr das. Die glänzen. Ah, ich liebe es. Und ich finde auch das Kiss-Logo da unten richtig cool, weil das halt auch so glänzt. Erzähl euch mal, um was es geht und warum es auf meiner Wunschliste steht. Außer, dass es von Kiss ist. Liebe und andere Katastrophen. Cameron Kovic hat eine große, verrückte und laute Familie. Und als Camerons Freund eine Woche vor der Hochzeit ihrer Schwester Schluss macht, weiß sie genau, dass das die Feier ruinieren wird. Cameron, warum bist du noch nicht verheiratet? Cameron, warum kannst du keinen Mann halten? Cameron, warum ziehst du dich nicht hübscher an? Cameron, der Trauzeuge ist noch Single. Die ganze Hochzeit würde sich nur noch um sie drehen. Dass ihre Schwester vorschlägt, jemand anderen als ihren Freund auszugeben, ist trotzdem irre, aber nachvollziehbar. Und deshalb lässt Cameron sich darauf ein. Was soll schon schiefgehen, abgesehen davon, dass ihr niemand glaubt, dass sie mit dem gutaussehenden, allseits beliebten Troy zusammen ist. Dass Troy sie deswegen vor der versammelten Familie küsst, und dass dieser dämliche Kuss etwas mit ihr anstellt, das ganz und gar nicht geplant war. Schön. Also es ist ein gebrauchtes Buch, das sieht man auch. Das ist hier hinten ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, ein bisschen geknickt. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Mir geht es wirklich nur darum, dass hier keine Leserillen sind. Es ist auch ein bisschen rund gelesen. Aber das ist gar nicht schlimm. Das sieht man im Regal später nicht. So, jetzt kommen wir zu Buch Nummer 2. Oh nein, jetzt habe ich es aus Versehen das Papier kaputt gemacht. Ich bin da ein Monk, es tut mir leid. Ich kann das nicht aufreißen wie ein tasmanischer Teufel. So. Und raus bist du. Und da hat sie den Buchumschlag mit eingepackt. Ich dachte gerade erst, oh, das ist auch ein gebrauchtes Buch, das ist ein bisschen vergilbt. Nein, das ist der goldene Buchschnitt von Die 6 Kraniche. Oh, ist das schön. Okay, der fliegt gleich einmal ab. Das machen wir jetzt gerade zusammen. So, mein Monk dreht nämlich sonst durch. So, Die 6 Kraniche. Ich liebe es jetzt schon. Ich habe da bei der Blogger-Tour so mitgefiebert, weil ich mich so auf das Release von diesem Buch gefreut habe. Und dann ist das Leben einfach dazwischen gekommen und ich habe es tatsächlich einfach vergessen zu kaufen. Und ich hatte auch Angst, dass es das nicht mehr mit dem goldenen Buchschnitt gibt und habe es deshalb eigentlich auch die ganze Zeit nicht bestellt. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob es den Buchschnitt nur in der ersten Auflage gibt oder später halt auch.
Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ich bin voll in Love. Sehr cool. Hat das Buch vielleicht jemand von euch schon gelesen? Dann darf er sich oder sie gerne mal mit mir austauschen. Ich habe von ihr nämlich die Ein Kleid aus Seide und Sternen gelesen, beziehungsweise die ganze Reihe. Habe ja in meinem letzten Video schon darüber erzählt, dass ich ein Buch gelesen habe, das so ähnlich war oder das mich sehr daran erinnert hat. Aber sie schreibt halt auch so wunderschöne Bücher mit asiatisch angehauchtem Setting. Und das finde ich halt mega cool. Auch wenn es mich nicht nach Asien zieht, urlaubstechnisch, aber reisetechnisch in den Büchern finde ich es cool. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, um was es geht und lese euch den Klapptext vor. Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Und vor allem ist vorne drin, wenn ich das jetzt richtig weiß, noch eine wunderschöne Textpassage. Ich möchte euch nur mal den ersten Satz vorlesen, weil ich den so schön fand, als ich ihn bei Instagram gesehen habe. Bis zum heutigen Tag sind es die Kraniche, die die Fäden unserer Bestimmung tragen. Es heißt, dass jedes Mal, wenn sich zwei Menschen begegnen, sich auch ihre Fäden überkreuzen. Und wenn sie füreinander Bedeutung erlangen oder sich gegenseitig ein Versprechen geben, dann wird ein Knoten geknüpft, der sie miteinander verbindet. Jetzt klingelt mein Telefon. Das ist mit Sicherheit meine Mama. Ja, das war meine Mama. Ich sollte Wahrsager werden. Ja. Jetzt hat sie mich völlig rausgebracht, aber ich glaube, wir waren auch am Ende des Videos. Ich werde jetzt eventuell noch etwas Süßes essen und mir einen Tee machen. Passt zum Paket. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Schaut gerne mal in die Infobox rein, da ist unser Buchwichteln-Kanal verlinkt. Schaut gerne mal vorbei, vielleicht sehen wir uns dann ja dort. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.